Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure liebe kleine Dodo. Wir steigen jetzt mal auf Hipponia. Hippona. Oder wie auch immer. Und retten mal dieses dumme Blach. Konnte ich hier? Durfte ich hier? Musste ich hier? Ich habe keinen Plan. Ich laufe jetzt mal hier rein, wenn ich mal hier reinkomme. Och Mann. Ja, okay, mit dem Reiten bin ich nicht so ganz irgendwie gut. Das kriege ich nicht ganz gebacken. Ah, okay. So konnte ich auch runterjumpen. Gut zu wissen. Was ist jetzt hier? Ach, hallo Mannequin. Hallo? Ah, so dann, na typisch. Weißt du denn nicht, dass das hier selbst am Tag gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Hier, gibt's hier eine Menge Höhlen, so wie es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Ich hab halt eine Lampe. Okay. Hier, ich verkaufe Öl. Um einen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe in den Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit anzünden. Wirklich, ein tolles Item. Versuch doch einfach mal, unter einem Topfen Feuer auszumachen. Okay. Marsch. Da durch. Sofort. Ah, okay. Siehste, dort Feuer ist an. Kannst du die Lampe jederzeit verwenden, wenn dein Öl ausgeht. Kannst du jederzeit bei mir was Neues kaufen. Wahnsinn. Ah! Da war noch eine andere Lampe. Wo ist die andere? Da. Gibt's noch mehr? Ausgegangen? Nein. Gibt es hier noch eine? Nö. Nö. Die. Hier gibt's keine mehr. Okay, also waren es nur die beiden. Oder? Naja, scheiß drauf. Hey, Ponia, was ist los? Scheiß Bestie. Ich bin angegriffen. Eine Rute aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Ach so. Das war noch gar nicht der Teil, wo es dunkel wurde. Wo geht's hier lang? Bin ich hier richtig? Ja, das war sehr schlecht. Ah, da war eine Ratte. Yay! Okay. Ich will sie öffnen. Lass mich die Truhe öffnen. Ist ja langweilig.
Achso, das funktioniert gar nicht, gut zu wissen. Ach so, okay. Die war schon weiter weg. Na dann. Suchen wir mal der Rotzgör. Ab. Okay, hier kann ich nicht hoch. Das klingt nach Monster. Ah. Ah! Oh, zum Glück. Ah, super. Da ist ein Schloss. Sehr witzig. Ich kann das Ding hier durch platt machen. Aber wirklich platt geht's nicht, ne? Hab's geschafft. Oh yeah, ich hab's geschafft. Von einer weiten Entfernung aus hab's gestorben. Muss ich lang? Ha, das war für ein Streich hier. Sehr gut. Oh. Ja, ich glaube, das bringt mir nichts. Aber das auch noch vorholt. Das ist sehr gut. Yay. Hey, ich will Herz. Ach, da kann man durch. Gut zu wissen. Boom. Boom. Oh yeah. Eine Truhe. Und noch eine Truhe. Jetzt hab ich den Schlüssel. Oh yeah, ich hab ein Herzteil. So, okay. Jetzt habe ich den Schlüssel. Muss ich wieder zurück.
wo ich gerade am Schloss war. Supi. Supi dupi. Haut alle ab. Ach, geht doch. Greift mich nicht alle an. Yippie. Ich bin durch. Oh yeah. Oh yeah. Noch so einer von den Stinkies. Spitze, Spitze! Jetzt noch einkaufen! Kaufen noch was! Was soll ich kaufen? Ich habe keinen Bock, was zu kaufen. Ich muss das komische Kind holen. Da ist das komische Kind. Ich komme. Ich rette euch. Yay, ich habe euch geholfen. Selber schuld, wenn man einem Affen hinterherläuft, ne? Ja, schäm dich. Wenn du nicht gekommen wärst, Dodo, hätte ich mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich netter Kerl, wollte mich beschützen. Und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du. Bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Ja, jetzt weiß er auch warum. Also bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Okay. Dodo? Oh, cool. Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Dodo, morgen wirst du endlich nach Schloss Hylia aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht sogar Prinzessin Zelda. Yay! Zelda! Prinzessin Zelda! Schon wieder auf der Weide? Muss das sein? Ach so, ich chill. Ja gut. Hey Dodo! Erzähl, was geht ab. So, du, langsam ist es Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Los, Epona, komm her. Ach, so ein süßes Pferd. Also gut. Geht es los? Es geht los. Oh, sogar auf Zeit.
Ach Mann, du scheiß Schaf. Okay, rein. Du sollst doch nicht daher laufen. Ja, trennt euch auch noch. Bleib auch noch genau davor stehen. Oh, geh da nicht außen rum. Geht doch. Kommt nochmal. Dumme Ziegen. Was? Du bist 0,44 schneller als sonst? Ja, super. Oh nein. Hallo. Geht doch. Verdammt nochmal. Also auf dem Pferd bin ich nie so begabt. Schön. Wir reiten davon. Dadam, dam, dada. Hallo Bürgermeister, was geht ab? Ihr redet, aber es kommt nichts. Oh, Dodo, schon fertig für heute? Wünsche einen schönen Feierabend. Wünsche ich auch. Ein Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auf die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hylias selbst und dieses kleine Geschenk von diesem Dorf gebeten. Da wäre es doch unzierlich, wenn der Respektat... Was? Keine Ahnung. Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Dodo auf. Aber was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Oh. Dodo, hast du Epona wieder zu grob angefasst? Aber, Ilja, reg dich doch... Vater! Ups. Wie kannst du es nur so etwas sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig etwas Verantwortungsbewusstsein. Oh. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona. Ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Ja, gut. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Ilja! Scheiß drauf. Ohne Epona kann Dodo das Geschenk doch gar nicht rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Naja, so ist das halt mit Kindern, ne? So, Dalle. Liebe Leute, ich verabschiede mich auch hiermit. Sage tschö mit Ö. Bis zum nächsten Part. Tschüssi!